Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Yum Yum. Yum Yum ist aus dem Hause Zoch. Es ist vom Klaus Zoch. Und es ist für Kinder ab 4 Jahre. Es ist für 2 bis 4 Spieler und dauert gerade mal 10 Minuten. Die Alina ist 3, der Elias ist 5, die spielt mit. Moment, Elias, ich will nur was verzeihen. Du kannst es schon, genau. Die Igel liegen mit der Seite, mit der Sommerseite aus, das heißt, sie schlafen noch nicht. Wenn ein Spieler am Zug ist, deckt er eine Karte drauf auf. Da sind 1 bis 4 Igel abgebildet. Und wenn die Igel wach sind, entsprechend der Anzahl, darf man sich das Futter nehmen. Immer nachdem man dran war, kann man überlegen, ob man eine Igelkarte umdreht. Weil in diesem Stapel sind 4 Winterkarten und ist die 4. Winterkarte aufgedeckt, dann ist das Spiel zu Ende. Wenn die Spieler ihre 4 Igel schon schlafen gelegt haben, dann haben sie Chancen, das Spiel zu gewinnen. Dann hängt es nur davon ab, wie viel Futterplättchen sie haben. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Der Elias fängt an. Und wenn beide das zu haben, dann gucken wir, wer am meisten Essen hat. Genau, dann deckst du und mal. Und wer gewonnen hat. Genau, zeig mal, was hast du? Zeig mal es in die Kamera. Was ist da drauf? Da sind wie viele Igel drauf? 3. Die darfst du behalten, weil du ja 4 Igel noch im wachen Zustand hast. Ich lass offen. Und ich. Hast du? Ich hab einen Igel. Ich zeig's. Und da, hast du's? Futter. Okay, der hat Futter, perfekt. So, dann ist der Papa dran, der deckt da. Willst du eigentlich einen Igel schon schlafen schicken? Nee, oder? Wir haben noch einen ganzen Stapel vor uns, nein, oder? Nein. Der Papa hat diese Karte gezogen, 2 Igel. Futter für 2. Ich habe ja 4 noch offen liegen. Und 1, 2, 3. Genau. In der Reihe. Und jetzt bist du dran, Elias. Was hast du jetzt? 3, perfekt. Darfst du behalten. Dann ist die Alina dran. Die zieht auch eine Karte. Ich gebe dir das ein bisschen. Deck mal die oberste Karte auf. Hm? Warte, ich schieb sie darüber. Hm? Jetzt, was hast du jetzt? Winter! Eine Winterkarte? Oh oh. Da. Das ist die erste Winterkarte. Das gibt zusammen dann ein Bild. Willst du einen Igel umdrehen oder willst du einfach mal weiterspielen? Umdrehen. Ja, lieber sicher gehen, weil wenn... Ja, wenn nämlich die 4. Winterkarte kommt und es sind noch Igel wach, dann hat man gar keine Chancen, das Spiel zu gewinnen. Was hast du da? Wie viel sind da abgebildet? Winter. Eine Winterkarte? Ja. Das ist aber schlecht. Für dich. Für mich ist es schlecht. Hm. Für uns nicht. Willst du jetzt einen Igel umdrehen, Alina? Ja. Sicher ist sicher. Ich habe nur noch einen Igel. Nur noch einen? Ja, okay. Ich ja auch. So, dann ist der Papa dran. Wenn jetzt Winter kommt, oh je, dann haben wir alle verloren. Aber ich hoffe mal, 4 Igel muss ich abgeben. Ich schicke jetzt einen in den Winterschlaf. Ist der Elias dran? Uff, keine Winterkarte. Willst du sie umdrehen, die letzte? Willst du sie umdrehen? So, wenn der Elias sitzt, er ist trotzdem weiterhin am Zug. Er muss nur die Karten immer abgeben. 4 hast du? Nee, das sind 3 abgebildet. Aber geht auch nicht. Willst du umdrehen, deinen Igel? Ja. Okay. Und wenn jetzt Spiel fertig wäre, dann müsste man bei beiden zählen, bei Alina und Elias, wer die meisten Futterkarten hat. Aber der Papa ist gut dabei, der hat 4. Ach komm, ich mach weiter. Ich gehe Risiko. Einen Igel? Ja. Nein. Schau mal, weißt ich du warum? Darf Weil nicht. Du hast alle schon schlafen. Ja, ich muss jetzt die ganze Zeit weglegen. Genau, so wie letztes Mal. Du bist dran, Alina. Weglegen. Weglegen. Genau. War es eine Winterkarte, muss man aber trotzdem nachschauen, ob es eine Winterkarte ist. Der Papa ist dran. Oh nein. Moment. Der Papa hat gar keine Chancen zu gewinnen. Jetzt müsst ihr die Karten zählen, wie viel ihr die habt. Wie viele Igel? Wie viele Karten? 1, 2, 3, 4. Und wie viel hat der Elias? 1, 2, 3, 4. Und die Alina? 4. Dann habt ihr beide gewonnen. Könntet. Ja! Papa hat verloren. Ich sag mal tschüss, bis bald mal wieder. Tschüss! Tschüss, und wir spielen weiter. Tschüss! Tschüss, wir spielen weiter. Tschüss!